Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Ich möchte eine Verheißung lesen aus Kolosser 1, Vers 22. Doch indem Christus Mensch wurde und am Kreuz starb, hat Gott euch mit sich selbst versöhnt. Das ist die Verheißung. Jetzt gehören wir zu Gott und stehen befreit von aller Sünde und Schuld vor ihm da. Ich finde, dass das ist, worum es letztendlich geht. Mir fällt gerade eine Geschichte ein. Und zwar, jemand starb, den ich persönlich kannte. Für 15 Minuten war er gestorben und tot. Stand vor Gott und sah sein Leben als Film ablaufen. Aber es gab nur das Gute, was er sah. Und alle Sünden und alles, was er vergangen hatte im Leben, alles, was nicht gut war, alles Böse, war einfach rausgeschnitten aus diesem Film. Und er stand vor Gott und konnte die Liebe Gottes kaum begreifen, denn Gott hatte ihm vergeben. Und das ist genau, was dieser Bibelvers sagt. Wenn er vergibt, dann vergisst er. Nicht wie wir Menschen, wir denken oft noch so weiter darüber nach. Und jetzt ist es hier, das lesen wir so eindeutig und das können wir mitnehmen und das sollte uns Mut geben. Jetzt gehören wir zu Gott und stehen befreit von aller Sünde und Schuld vor ihm. Er, das Kreuz. Und das habe ich in anderen Videos auch schon gesagt und anderen Verheißungen. Aber darum geht es letztendlich. Es geht um Jesus Christus und das Kreuz. Und wir haben Vergebung und unsere Sünde ist ins tiefste Meer, wo es keiner mehr rausholen kommt. Und ich möchte dich ermutigen, dass du nicht mehr zurückblickst auf deine Sünden, auf deine Vergangenheit, was du getan hast, sondern wenn du Vergebung bekommen hast, schau nach vorne und geh weiter. Gott wird dich segnen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.